Was geht ab, meine Freunde? Schön, dass ihr auch diesen Sonntag wieder mit eingeschaltet habt. Heute machen wir mal ein spezielles Gericht und zwar ist das ein Chicken Biryani. Das kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum, also so Persien, Indien kommt das her. Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet. Das Gericht habe ich schon einige Male gesehen und nun dachte ich, muss ich auch mal selber ausprobieren. Und da dachte ich, nehme ich euch doch einfach mal mit. Ich habe das selber auch noch nie gekocht. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es heute wird. Unbedingt dranbleiben. Für dieses Rezept brauchen wir einen Langkorn Basmati Reis. Da habe ich diesen Mammut Reis, den habe ich von einem syrischen Freund kennengelernt. Ist wirklich mega geil. Ich habe da schon einmal einen Testreis gekocht. Die Reiskörner sind einfach ultra lang, deswegen heißt er auch XXL Basmati. Würde ich empfehlen, ist kein Muss, wird aber ein bisschen geiler. Wir fangen an mit den roten Zwiebeln. Die schneiden wir jetzt nämlich erstmal in Streifen und dann braten wir die schön knusprig, weil die kommen schon zum Teil mit in die Marinade für das Hähnchen. Ganz einfach gemacht, natürlich erstmal oben und unten ein bisschen abschneiden. Ich denke, ihr habt alle schon mal eine Zwiebel geschält. Mal gucken, ob wir das wirklich brauchen oder vielleicht nur ganz kurz anreißen. Also mal gucken. Auf jeden Fall ungefähr so mache ich das. Erstmal halbieren und dann kann man die so in richtig schöne Halbkreise, Streifen schneiden. Und die haben dann die perfekte Größe beim Frittieren. Das sieht soweit schon mal gut aus. Ich schneide jetzt nochmal die restlichen klein und dann fangen wir an, die zu braten. Okay, also wir haben jetzt hier einen dicken Stapel Zwiebelstreifen, die wir im nächsten Schritt einmal knusprig bekommen wollen. Das heißt, wir brauchen mal hier so eine Herdplatte. Das Ding brauchen wir. Schwupp, auch reichlich, weil wir wollen die da drin schön frittieren, dass sie knusprig werden. Aber nicht dunkel. Nur erhitzen wir unser Öl in der Pfanne. Ihr kennt sie. Die Testzwiebel. Testzwiebel sagt, es ist heiß genug. Jetzt kommen die restlichen Zwiebeln dazu. Und das braten wir jetzt erstmal ein paar Minuten, bis er schön dunkel und knusprig ist. Jetzt sind die Zwiebeln schön dunkel, aber nicht schwarz. Hier kann man das eigentlich nochmal ganz gut sehen. Und das heißt, wir nehmen die raus und lassen die erstmal abtropfen. Jetzt haben wir unsere Zwiebeln soweit fertig. Die kann man hier auf dem Zwiebel ein bisschen durchschütteln. Dann tropfen die auch ein bisschen mehr ab, werden ein bisschen einzelner, sage ich mal, kleben nicht so zusammen und werden knusprig, wenn sie hier ein bisschen abkühlen. Als nächstes machen wir die restlichen Zutaten für die Marinade, für das Hähnchen soweit und dann bauen wir das Ganze zusammen. Zum Marinieren holen wir uns erstmal so einen großen Topf, den wir später auch erhitzen können. Das ist relativ wichtig, weil nach Marinieren werden wir das erstmal daran kurz anbraten. Hier kommt also als erstes das Hähnchen rein. Das sind enthäutete Hähnchenbeine. Dann brauchen wir Joghurt, noch ein bisschen. Darauf geben wir nämlich noch ein paar Gewürze. Das ist unter anderem eine Zimtstange. Dann haben wir hier Nelken. Und wir haben auch angedrückte Kardamomkapseln. Das macht man damit so ein, die Kardamomkapseln, die da drin sind, so ein bisschen rauskommen können beim Marinieren. Genau, also rein damit. Dann haben wir noch ein bisschen Kreuzkümmel. Den habe ich jetzt gemahlen dabei. Auch immer geil. Und dann haben wir noch ein paar grüne. Dann kommen noch ein paar grüne gehackte Peperoni rein. Am besten ohne das Glasding. Zack. Gehackten Ingwer, gehackten Knoblauch. Dann haben wir ordentlich Koriander und eine dicke Menge Minze. Was natürlich nicht fehlen darf, sind ein paar von unseren gerösteten Zwiebeln. Guckt euch mal an, wie geil die geworden sind. Ich hoffe, das kann man vielleicht sehen oder hören. Da geben wir mal auch noch welche dazu. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich Salz und für die Frische auch noch ein bisschen Zitronensaft. Und das mischen wir jetzt erstmal gut durch, sodass die ganzen Gewürze sich miteinander verbinden können und auch ins Fleisch ziehen. Nicht zu vergessen natürlich noch die Garam Masala Gewürzmischung. Das ist quasi so eine fertige, zusammengestellte Mischung, die man überall kaufen kann. Man kann die auch selber machen, ist aber natürlich ein bisschen einfacher, wenn man die kauft. Die gehört auch noch dazu. Und dann alles ordentlich durchmischen. Am besten geht das mit den Fingern, da kann man es ein bisschen einmassieren. Wenn das Ganze dann mariniert ist, könnt ihr das bis zu 12 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Ihr könnt es auch 1, 2, 3 oder 4 machen. Ist natürlich, je länger, desto besser kann das Ganze einziehen. Logisch. Wir machen das jetzt heute mal so für 5, 6 Stunden und dann geht es heute Abend weiter mit dem Gericht. Ich mache das jetzt hier einmal zu Ende und dann geht es ab in den Kühlschrank. Wir machen jetzt mit dem Reis weiter. Dafür, wie gesagt, nehmen wir hier den XXL Basmati. Schöne goldgelbe Farbe, lange Reiskörner. Und wenn man so durchguckt, sind auch wenig gebrochene dabei. Auch mal ein Zeichen von Qualität. Als erstes waschen wir den Reis. Und zwar waschen wir den zweimal komplett. Das heißt, ich werde gleich in der Küche das einmal mit Wasser füllen, das dann ordentlich durchmischen, abgießen, füllen, durchmischen und dann wieder mit Wasser bedecken. Und dann sehen wir uns wieder. Den Reis habe ich jetzt ordentlich gewaschen. Und nun wollen wir den erstmal mit Wasser bedecken.
Bevor wir weitermachen, lassen wir den Reis jetzt erstmal für 30 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns weiter um den Reis. Da hole ich mal einen Topf hervor. Und zwar ist es so, dass wir das diesmal nicht im Verhältnis machen, sondern wir füllen den Topf zur Hälfte mit Wasser, geben dann unsere Gewürze mit dazu und kochen den Reis für ungefähr 4 bis 5 Minuten. Nicht länger, wir wollen ihn diesmal nicht überkochen oder wir wollen ihn generell natürlich nicht überkochen, aber der Reis wird danach ja noch weiter gegart zusammen mit dem Hähnchen, also lieber etwas weniger als etwas zu viel. Für den Gewürzreis brauchen wir also noch eine Zimtstange, der Rest der grünen Peperoni, dann habe ich noch 4 angedrückte Kardamomkapseln und 2 Nelken. Wir aromatisieren den Reis jetzt vom Geschmack her ähnlich, so wie das Hähnchen, sodass es am Ende auch richtig gut zusammenpasst. Ich fülle den jetzt erstmal zur Hälfte mit Wasser und dann geht es weiter, sobald der Reis soweit ist. Was wir auf jeden Fall schon mal machen, ist das Wasser in den Topf geben mit den Gewürzen. Das kochen wir jetzt einmal auf und lassen das so ein bisschen sieden, einfach so, dass die Geschmäcker, die wir jetzt dazu gegeben haben, in das Wasser übergehen und da kochen wir dann den Reis drin. Wasser kochen geht am besten immer mit Deckel, spart Energie und geht viel schneller. Wir kochen das Ganze jetzt hier nochmal auf und geben dann den Reis hinein und kochen den für, wie gesagt, 4 bis 5 Minuten und holen ihn dann direkt wieder raus. Das sieht gut aus soweit. Jetzt geben wir den Reis dazu. Der sieht jetzt schon richtig gut aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Schön lange Reiskörner. Das heißt, jetzt fix herausholen, einmal ausmachen. Der soll nämlich jetzt aufhören zu kochen, damit der im nächsten Schritt zu Ende garen kann. Die Gewürze kann man einfach mit rausholen. Die kommen gleich noch wieder mit rein. Wir machen auch direkt weiter. Und zwar mit dem Hähnchen. Das Hähnchen braten wir jetzt erstmal ein paar Minuten an. Dann holen wir die Hälfte raus und danach schichten wir das im Topf. Beim Reis ist wie gesagt sehr wichtig, den zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht schon perfekt zu kochen, so wie ihr ihn gerne essen wollen würdet, sondern ein Stückchen härter, sodass man ihn schon essen kann, aber eigentlich noch ein bisschen müsste. Hier kann man sich jetzt die Frage stellen, ob der Topf vielleicht ein bisschen zu klein ist. Letztendlich ist dieser Topf generell aber perfekt geeignet. Und wenn wir das erstmal ein bisschen angebraten haben, wenden wir das einfach ein bisschen. Das geht auf jeden Fall. Wer von euch einen größeren Topf hat, nimmt am besten einen größeren. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen angebraten und ich hole jetzt erstmal die Hälfte davon raus. Wir haben jetzt hier 4 Schenkel, also hole ich 2 raus. Die Hälfte von unserem Hähnchen haben wir jetzt hier noch drin und hier kommt jetzt erstmal eine Schicht von dem Reis rauf. Diese langen Reiskörner sind einfach nur sehr geil. So, genau. Geben wir eine Schicht drauf und hier kommt jetzt wieder die zweite Hälfte vom Chicken drauf. So, jetzt haben wir wieder hier unsere Minze und den Koriander. Einfach Blätter, Stiele, alles kann da mit rein und geben da mal einen ordentlichen Schwung von rauf. Richtig schön sieht das aus. Mm-hmm. Geil. So, ungefähr die Hälfte von dem, was wir noch haben. Was wir natürlich auch noch haben, sind unsere roten gerösteten Zwiebeln. Davon geben wir auch die Hälfte jetzt nochmal mit dazu. Hier kommt dann wieder der Reis rauf, auch gerne mit Zimtstange. Die essen wir natürlich nicht mit, aber packen wir mal oben rauf. Dann übersehen wir sie später auch nicht. Peperoni genauso. Jetzt natürlich wieder Kräuter und der Rest der Röstzwiebeln. Mhm. Schon mal sehr geil. Im Originalrezept kommt da jetzt noch eine lauwarme Safranmilch oben drauf. Ich habe jetzt aktuell keinen Safran da und ich muss auch sagen, der ist ja nach wie vor sehr teuer und deswegen dachte ich mir, mache ich mal eine budgetfreundlichere Variante. Da hat man quasi 2 Optionen. Entweder ihr nehmt ein bisschen von der Currygewürzmischung, welche ihr anfangs schon verwendet habt, und vermischt die mit lauwarmer Milch. Und oder ihr nehmt Kurkuma, das färbt die Milch hauptsächlich, dann habt ihr so den optischen Effekt, aber natürlich nicht den Safran-Geschmack. Wer Bock auf Safran hat, nimmt 5 bis 6 Fäden und löst die in der gleichen Menge Milch auf und macht das einfach damit. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine Curry-Kurkuma lauwarme Milch und die gebe ich einfach hier und da mit darüber. Das sorgt dann natürlich dafür, dass sich hier und da der Reis mit dieser gelben Flüssigkeit vollsaugt und am Ende gibt es dann eine bunte Mischung mit dem Reis, der gelb und weiß ist. Das erhitzen wir jetzt noch erstmal auf höchster Stufe und wenn es dann richtig schön brutzelt, dann reduzieren wir die Temperatur auf Induktion bei mir 2 von 10, Stufe 2 von 10 und lassen das Ganze für 30 Minuten garen. Riecht schon mal sehr brutal, also besonders diese Kombi von den Röstzwiebeln mit diesen frischen Kräutern, jetzt schon sehr geil. Ich bin gespannt, was das am Ende gibt. Ich habe das ja auch noch nie gegessen und ich habe das auch noch nie gekocht. Ich dachte, ich probiere das mal mit euch zusammen das erste Mal aus. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Inspiration an Andy. Der Gute versteht natürlich kein Deutsch und weiß ich nicht genau, ob er das Video sehen wird. Aber vielen Dank für die Inspiration. Mega geil, was du machst. Bleib dran. Wäre schon cool, wenn das sieht. Sag ich ehrlich. Jetzt reduziere ich die Hitze auf 2 von 10. Wir machen den Deckel rauf und stellen den Timer auf 30 Minuten. Jetzt ist die Ruhezeit vorbei und wir schauen hier einfach mal rein. Und wie wir sehen, geil. Boah, der Geruch ist schon mal mega heftig.
Wie wir sehen, an ein paar Stellen hat sich der Reis schön verfärbt und jetzt richten wir das Ganze einmal an. Und zum Abschluss noch etwas frische Zitrone oben drauf und dann ist auch alles fertig zum Servieren. Das war's für diese Woche auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas lernen. Wenn du etwas nachgekocht hast, würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen. Ansonsten, um gar nichts mehr zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben, am besten den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, Leute!